Leute, Walk the World Brackets am Start. Was macht ihr heute Abend? Hä? Geht ihr weg? Wie sieht's aus? Was geht ab? Was geht ab? Walk the World Brackets am Start. Nein, heute nicht nach Dortmund. Heute nicht. Wie geht's euch, meine Brüder? Ja, stellt mal eure Fragen ein bisschen. Ich hab Bock, ein paar Fragen zu beantworten, ehrlich gesagt. Ja. Was geht ab, was geht ab, ja? Ja, immer so ein Dings, dazwischen kommt so eine andere Internetverbindung, weißt du? Mach ein bisschen lauter. Genau so kann bleiben. Wie geht's euch, wie geht's euch? Was geht ab? Heute Kiez oder was? Alhamdulillah. Ob ich ein Vorbild hab? Nein, Bruder. Ich hab nur Barons und Patrons der alten Zeit als Vorbilder. Aber die sollte ich auch eigentlich nicht als Vorbilder nehmen, sondern ich müsste eigentlich die Propheten als Vorbilder nehmen. Deshalb habe ich gar keine Vorbilder. Weil Prophet muss Vorbild sein, weißt du? Ich bin auch kein Vorbild. Merkt euch das. Ich bin skandalös. Ja, was geht ab, was geht ab? Erzählt mal ein bisschen, ja, ich bin unterwegs, ich muss ein, zwei Sachen klären. Es werden ein paar Sachen jetzt bald entstehen hier in Hamburg City. Wir werden diese Stadt überrollen und übernehmen. Ich war lange auf Tour, ich war lange unterwegs, ich musste ein paar Sachen immer erledigen in anderen Städten. Und das hat sich auch gelohnt. Die Brüder sind alle fest bereit, diese Sache mit durchzuziehen auf jeden Fall. Auf jeden Fall gehe ich sehr, sehr, sehr musikalisch jetzt vor, auf jeden Fall. Und wir sind mit einigen, zurzeit auch mit, wie soll ich sagen, waren noch mit einigen Feinden unterwegs. Man hat ein bisschen, bisschen geschäftlich geredet auf jeden Fall. Ja, bald legt sich der Krieg wahrscheinlich, hä? Bald hört ihr nur richtigen Gangster-Shit. Auf jeden Fall, was heißt, der Krieg legt sich, also ich mache auch ein bisschen Spaß. Auf jeden Fall, lasst euch einfach überraschen, auf jeden Fall geht's richtig ab. Wenn ich meine Sachen jetzt wieder zurückbekomme und so, dann machen wir richtig, richtig Session, dann legen wir richtig los. Auf jeden Fall, viele Sachen werden beiseite gelegt, so. Ja, damit müsst ihr auf jeden Fall leben. Denn es wird nur noch musikalisch, werden wir vorgehen und geschäftlich. Und wir werden auch wahrscheinlich dann mit jedem gut sein, weil das auch so sein muss. Deshalb, wir sind immer vor Ort, wir sind immer da. Wir besuchen jeden, wir besuchen auch Feinde. Und dann lassen wir es vor Ort drauf ankommen, ob das zum Geschäft kommt oder nicht. Das ist immer so eine Frage. Aber wir sind auf jeden Fall immer da und werden auch auf jeden Fall Dings hier, unser Versprechen halten, so, was das angeht. So, was gibt's für Fragen? Es geht wieder los, wa? Ja, Bruder, muss, Grüße aus Osnabrück. Ich grüße zurück, auf jeden Fall. Mach ein bisschen lauter, Bruder, das ist auch geil auf Track. Ja, so geht's ab, Alter. Slymon ist ein Feature mit Wastel geplant. Nein, Bruder, ist nicht geplant, aber Wastel soll ein richtig, richtig guter Junge sein. Und das Management von Wastel, oder beziehungsweise ja, die mit ihm zusammenarbeiten, sind auch gute Brüder von mir und haben von ihm sehr, sehr Gutes erzählt. Deswegen grüße ich jetzt von hier aus Wastel auf jeden Fall. Meine Brüder haben mir auch schönen Gruß gegeben, also persönlich habe ich noch nicht kennengelernt, müssen wir gucken, wenn er persönlich wirklich so ist, wie er ist, dann werden wir uns auf jeden Fall verstehen, auf jeden Fall, sage ich mal so. Aber ich muss mir immer einen persönlichen Einblick machen, also einen persönlichen Meinung denn bilden. Denn auf jeden Fall Grüße an Wastel, obwohl ich ihn nicht richtig kenne, aber meine Brüder, die mit ihm unterwegs sind, Shannon zum Beispiel, grüße ich auf jeden Fall, grüß die Jungs, grüß Wastel von mir, damit ihr Bescheid wisst. Hau mal ein 16er raus, nein, gerade nicht, Bruder. Genau hier, that is shit.
Wann kommst du nach Dortmund? Will dich live sehen. Bruder, inshallah, Bruder. Kommen wir nach Dortmund. Sowieso, um Sami und die Jungs zu besuchen, auf jeden Fall. Ein bisschen mit den Bangers chillen. Ein bisschen unsere Sachen reden, auf jeden Fall. Ein bisschen Spaß machen. Letztes Mal waren wir auch gut unterwegs, auf jeden Fall. Ja, dann versuch mal mich zu überfallen, Digga. Dann wirst du mal sehen, wie die 9mm zurückspricht, du kleine Fotze. Auf jeden Fall. Versuch mal mich zu überfallen. Ja, gerne, gerne, gerne. Grüße dich aus Stade, Habibi Slimon. Bester Typ, einer, der sich nicht biegen lässt. Ich küsse dein Herz, Unur Yilmaz. Auf jeden Fall, Bruderherz, wir bleiben stabil. Aber wir werden jetzt geschäftlich vorgehen und das ist auch gut so, denn ich muss auch meine Seele beruhigen und so und ich war lange im Krieg und das reicht auch. Deswegen. Nightmare Gambino, sowieso Bruder, zieht euch das nochmal rein, weil demnächst kommen nur neue Sachen und es gab schon viele Geschäftsbesprechungen und wir haben uns auch mit einigen Feinden getroffen auch, ehrlich gesagt, aber darüber, das ist eine Überraschung, das wird sich dann noch klären, wie wir das alles, wie wir alles vorgehen auf jeden Fall. Ja, wir sind gerade jetzt in ein Studio angekommen, auf jeden Fall. Das ist unser Vorstudio, bald kommt, ja, lasst euch einfach überraschen auf jeden Fall. Ich mache auch gleich aus, erstmal. Steigen wir auf, oder? Ja, gehen wir rein, ne? Ja, gehen wir rein, Bruder. Ich stelle so eine komische Frage. Bruder, Eistee am besten. Große Flasche, ne? Aha. Ja, ja, so kleine. Hast du für Schokolade? Bruder, ich glaube, tut mein Magen noch nicht. Das ist nicht so gut. Ich muss wieder Sport machen. Ja, Jack, gib ihn, gib ihn, gib ihn. Bruder, welche Farbe willst du? Ich nehme hier, Bruder. Also zwei nehmen, ne? Ja, nimm zwei. Welche Schokolade willst du? Bruder, ich will gerade gar keine Schokolade, ehrlich. Nein, weiß ich. Nein, Bruder, ich bin ehrlich. Nimm ein, zwei Sachen so fürs Studio. Alles gut. Kein Problem. Nicht dafür. Studio, wisst ihr, muss immer sein. Getränke mit Tränke und so. Ja. Ey, wisst ihr, was mir aufgefallen ist in letzter Zeit? Keiner stellt mir Fragen, Alter. Ihr seid auch voll durcheinander, ne? Merk ich. Jungs, scheiß mal auf den kleines Kind mit dem Fake-Prof. Das sind immer Kinder, Bruder. Lass die mal reden. Immer diese Fake-Accounts, genau, Bruder. So sieht's aus. Scheiß mal auf diese Leute, Bruder. Ja, Ali, so ist das, ne, Bruder? Wir machen ein paar Blätter drin. Ja. Ja. Olum, du kannst Schwanz lutschen, ja? Kleine Kinder, ja? Komm mal, Schwanz lutschen. Oh, jetzt kommt ja gar kein Empfang mehr, ne, gleich bestimmt. Hab ich WLAN angemacht? Warte mal, ich muss überlegen, habe ich WLAN angemacht? WLAN hast du noch drin. Ja, aber ob ich hier jetzt anhab? Hier hast du nicht, gleich, wenn du reingehst. Du kannst drinnen nochmal online. Ja, soll ich das ausmachen erstmal, ne? Ja, mach aus, drinnen kannst du online. Ja, warte mal auf meinen Auftritt. Bruder, ich habe jeden Tag Auftritt. Überall, Kiez, Bullshit, wo du willst, du Hund. Du Kelb, komm mal. Weißt du, was Kelb. Ich machen muss? Du musst diese Pässe gar nicht antworten. Ja, sowieso. Immer, weil das grad, ich lese das gerade, weißt du? Einfach auslachen. Ja, Bruder, ich lese das gerade, deswegen.
Okay, Leute, wir gehen jetzt ins Studio rein, auf jeden Fall. Und ja, Bruder, sagt ihm das nicht, am Ende verliebt er sich noch in dich. Ja, Bruder, voilà. Da sagt er, sagt das nicht, sonst verliebt sich doch am Ende, Junge. Jungs, ihr wisst Bescheid, Fork the World Records, ab ins Studio. Kicks, rockin' fly kicks, honeys wanna chat, but all we wanna know is where the party at. And can I bring my cat? If not, I hope I don't get shot. Better throw my vest on my chest, cause niggas is a mess. It don't take nothing but front for me to start something. Buggin' and buckin' at niggas like I was duck hunting. Coming out just me and my crew, cause all we wanna do is Was geht, Leute? Fuck the world! Echo, Habibi! Echo Arab, ich küsse dein Herz, Bruder. And bitches in the back looking righteous in a tight dress. I think I might just hit her with a little Biggie 101. How to tote a gun. Was geht ab, Leute? Alles fresh? Wollt nur ein bisschen live reinkommen, zu gucken, wie es euch geht, was bei euch abgeht. Fuck the world. Ich grüße Dortmund zurück. Auf jeden Fall. Pusht auf jeden Fall 18 Karat sein neues Album. Pusher. Geht rein, stürmt die Läden. Ich bin noch nicht dazu gekommen, um die CD zu kaufen oder die Box. Kaufe ich auf jeden Fall auch. Ist gar kein Problem, gerne. Wenn es sein muss, sogar 10. Kein Problem. Oder 20 oder 30. Ist kein Problem. Auf jeden Fall kaufe ich auch auf jeden Fall eine Box oder ein Album, was dann da ist. Und ja, wie gesagt, auf jeden Fall pusht den Shit. Und ja, was geht ab sonst, Leute? Alles gut? Motto von heute, freu dich, wenn es regnet, denn wenn du dich nicht freust, regnet es auch. Eise, du weißt Bescheid. Dir auch, schönen Abend, Eise. Dankeschön. Du bist Beste, one love. Grüße aus der Pfalz, ich grüße zurück. Jetzt ziehen wir uns mal ein bisschen Biggie rein, bevor es losgeht mit Quark. One love an euch alle. It made me an animal, it's rules to this shit. I wrote me a manual, a step by step booklet for you to get your game on track, not your wig pushed back. Rule number uno, never let no one know how much know you hold, cause you know Hamburg City. Never let them know your next move. Don't you know bad boys move in silence and violence, take it from your hands. I done squeeze mad clips at these cats for their bricks and chips. Number three, never trust nobody. Your mama said that ass up properly, gassed up. You need to mask up, she be for that fast bus. I'm in the bushes and light that ass up. Number four, don't you hurt this
forms. Never get high on your own supply. Number five, never sell no crack where you rest at. I don't care if they want to ounce, tell them bounce. Number six, that goddamn credit, get it. You think the crackhead paying me back, so forget it. Seven, this rule is so underrated. Keep your family and business completely separated. Money and blood don't... Steindamm, was essen, Bruder? No, bitch, find yourself in serious shit. Number eight, never keep no weight on you. Them cats that sweep your guns can hold jumps too. Number nine should have been number one to me. If you ain't getting bags, stay the fuck with police. If niggas think you're snitching, they ain't trying to listen. They be sitting in your kitchen, waiting to start hitting. Number ten, a strong word called consignment. Strictly for live men, not for freshmen. If you ain't got the clientele, say hell no. If they don't want their money, rain, sleep, hell no. Free Jabo, free Bomba! To break up, if not 24 years on the wake up. Free Jabo, free Momo. Friends shake up, caretaker did your makeup. Siraj Murad, weiß Bescheid. Heard in 3 weeks she sniffed a whole half a cake up. Heard she suck a good dick, make her hook a steak up. Gotta go, more pasta bake up. Word up, Crack King, Frank Wizard. Free Momo. Free Jabo. Schöne Grüße an Mal Rap zurück auf jeden Fall. David, Bruder. Bruder, langsam nimmt das Jagen ein Ende. Und wir gehen rüber ins Geschäft. Ja, Bruder, wie geht's euch allen? Alles gut, inshallah. Wie gesagt, auf jeden Fall, wir gehen hier ein bisschen was essen. Ich wollte ein bisschen live reinkommen, gucken, was ihr macht an so einem regnerischen Tag. Auf jeden Fall. Ja, Bruder, das Wetter in Hamburg, du weißt, schockt gar nicht. Aber was willst du machen, ne? Ja, wir machen. And that Christ is returning someday soon to unfold the wonderful plan of eternity from my life and your life. As long as we're cooperating with God by accepting Jesus Christ as our personal Lord and Savior. Unless the Lord does return in the coming 7 days, we'll see you next time here on This Week in Bible Prophecy. My family tree consists of drugs and stubs and killers. Struggling, known to hustle, screaming, pump, take fillers. I got advice from my... Ich grüß München zurück, Bruder. Danke, Bruder. So muss das sein. Pump, echte Musik. No, niggas gon' hate you for whatever you do. Now who wanna get your cash on M.O.B.? That's money over bitches cause they breed envy. Now who too? It's a hard one. Watch for phonies. Keep your enemies close, nigga. Watch your homies. It seemed a little unimportant when he told me I smell. Bitches' shoes being handed to an innocent jail. I never knew in my lifetime I live by his rules. Initiated as a download, studying rules. Now Papa ain't around, so I gotta recall. I'll come to grips with being written on my enemy's walls. Promise if I have a seat, I'm a God and right. Dear Lord, don't let me die tonight. I got words for my comrades, listen and learn. Ain't nothing free, give me back what you learned. No doubt, getting high in the motherfucker, bless me, please. This third life will be the death of me. Come on, yeah. And I remember what my papa told me. Remember what my papa told me. Blasphemy. Nein, hab ich noch nicht bekommen, Bruder.
Das regt einen derbe auf, Bruder. Was soll ich dir da sagen, Alter? Aber sabr, sabr, Bruder. I'm contemplating the blocks, wondering where the door to go. Brothers getting shot, coming back, resurrected. This is that raw shit, nigga, check it. Raw shit. And I remember when my papa told me. And I remember when my papa told me. Blasphemy. That's what that man's feeling in the head. Wo wollen wir essen? Da vorne? Gucken wir, wo rein. Bei Antep sonst eine Suppe. Ja, genau. Aber du magst ja den Döner nicht. Ja, Digga. Der macht doch nur Suppen, oder was? Ja, ich weiß. Gucken wir inshallah an, du Mambo. Ich grüß zurück, Osterfer Born 53. Auf jeden Fall schöne Grüße zurück. Wie ich Alpa finde, guck auf Alpa seine Seite, dann weißt du, wie ich ihn finde, Bruder. Ja, wir sind hier Steindamm, Hamburg, Steindamm auf jeden Fall. Wir gehen kurz was essen. Dann müssen wir was erledigen. Ja, damit du Bescheid wirst, auf jeden Fall, passt auf euch auf. One Love. Du bist Bescheid.